Wie sehen Sie aus, die Österreicher, die dem internationalen Gast das unverwechselbare Urlaub in Österreich-Gefühl geben? In der Galerie Westlicht präsentiert die Österreich-Werbung gemeinsam mit der Bundesinnung der Berufsfotografen einen Kalender. Er ist das Ergebnis eines Fotowettbewerbs, an dem sich österreichweit über 80 Fotografen beteiligt haben. Die Bilder versuchen, sich dem touristischen Erfolgsgeheimnis Österreichs zu nähern. Es geht immer darum, eigentlich sehr authentisch hier das zu repräsentieren, wofür Österreich steht, die Werte, diese Tradition, aber auch, wie wir in der heutigen Zeit, wie wir das in die heutige Zeit transferieren, also eigentlich einen Einblick in unser Leben zu geben. Der jüngste Sommerrekord kommt nicht von ungefähr. Fast 23 Millionen Ankünfte bei 73 Millionen Nächtigungen von Mai bis Oktober bedeuten einen neuen Höchstwert. Der Kalender bildet die Vielfalt der Menschen ab, die österreichweit für diesen Erfolg verantwortlich sind. Wesentliche sind natürlich die künstlerisch und vor allem auch abstrakten Zugänge mitunter. Und das macht erst natürlich auch die Lebendigkeit des Fotografen fernab von Auftragsfotografie aus. Vielfältig war auch der Zugang der Fotografen, das Besondere und Unverwechselbare der Touristiker zu erkennen und einzufangen. Die künstlerische Herausforderung war es einfach, diese Gastfreundschaft hier ins Bild zu bringen. Und da habe ich mir gedacht, was passt da am besten dazu als der österreichische Wein? Und da habe ich einfach die Weinkönigin gefragt. Wir sehen auf dem Foto den Karl Scheifinger. Das ist ein Imker aus dem Naturpark Mürzer Oberland, wo ich her bin. Ich kenne ihn schon sehr gut, weil ich einfach seinen Honig super lässig finde. Für mich ist also der Fiakerfahrer ein Sinnbild der Fremdenverkehrswerbung von Wien. Der Dialekt, die Herzlichkeit, die Offenheit. Ja. Österreich ist schon ganz speziell. Schauen Sie sich dieses Lächeln an, das kann man einfach nicht übersehen. Und dieser Gastgeber ist einfach in Leib und Seele mit diesem Lächeln bei jedem Gast und bei jedem Mitarbeiter dabei. Der Wiener Fiakerbaron, der Kärntner Wirt, die junge Winzerin oder auch die einfache Kürbisbäuerin aus der Südsteiermark. Oft sind es auch die Geschichten hinter den Gastgebern, die den Österreich-Urlaub etwas Einzigartiges verleihen. Mein Name ist Wolfgang Fasching und bin mehr bekannt in Wien als der Fiakerbaron. Vor 20 Jahren habe ich angefangen als Kutscher und jeder Kutscher hat einen Spitznamen. Und ich habe damals gesagt, es hat ja lauter Gesindel, einmal in einem Zorn, gegen euch bin ich ja adelig. Und dann hat irgendein Kollege gesagt, der Herr Baron, und das ist mir dann geblieben. Der Kalender der Österreich-Werbung ist einerseits ein kleines Dankeschön an alle österreichischen Gastgeber, die Tag für Tag Urlaubsglück gestalten, und andererseits eine Motivation für jeden einzelnen Mitarbeiter im Tourismus, der seinen oder ihren Beitrag leistet, um den Österreich-Gast so richtig ankommen und aufleben zu lassen. Küsst die Hand, die Damen, habe die Ehre, die Herren.